Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 15 im Singleplayer auf der Map Belgique Profond. Und ich muss euch jetzt ein bisschen was erzählen, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Im letzten Video hatten wir noch 30.000 ungefähr und ich habe jetzt in den Aufnahmen ein paar Sachen machen müssen, weil sonst kommen wir hier nicht weiter. Ich gehe das jetzt Schritt für Schritt mit euch durch. Nummer 1 war, ich habe den Ballenwagen habe ich abgeladen und hier gestapelt. Das heißt, hier sind alle Ballen, die wir von Feld 22 gepresst haben. Die sind jetzt alle komplett da. Sind jetzt nicht so schön, aber akzeptabel. Dann, ich zeige euch noch was, was ich auch gemacht habe. Und zwar, die Felder sind alle angesät. Hier ist ein kleines Stückchen, warum, weiß ich nicht, aber ist egal. Sind alle angesät und gedüngt. Das ist alles erledigt. Und zwar, ich habe mir jetzt eine neue Sämaschine geholt. Und zwar die hier. Ich fahre die kurz raus, dann seht ihr das. Das heißt, ich habe die alte verkauft, habe die auch schon als Mod rausgelöscht. Und das heißt, die werden wir nicht mehr sehen. Die war einfach zu klein. Und zwar, wenn das jetzt mit dem Helfer einwandfrei funktioniert hätte, wäre das gar kein Problem gewesen für mich. Dann hätte ich den Helfer laufen lassen und alles wäre gut. Aber wir haben jetzt ja in mehreren Videos schon gesehen, dass es leider nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen habe ich mir jetzt eine große Sämaschine geholt, weil die könnte man dann auch im Notfall selber ansehen und das wäre gleich erledigt. Das muss ich dann nicht ein paar Parts ziehen, sondern das wäre dann relativ fix erledigt. So, ich habe aber gesagt, dass ich keine Standardmaschinen nehme oder relativ wenig und sehr, sehr viele Mods. Und das ist jetzt so ein Fall. Das war eigentlich ein Standardgerät, ist jetzt aber ein Mod. Und zwar aus dem einen Grund, ich weiß jetzt nicht genau, was alles geändert wurde. Nur das, was für mich wichtig ist, ist das hier. Ihr seht es hinten, der Deckel öffnet sich. Du kannst ihn mit der Taste K, kann man den Deckel hinten öffnen. Und man kann Saatgut reinfüllen. Und das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und das war einer der Gründe, warum ich die gekauft habe. Und da ist auch das meiste Geld drauf gegangen. Die kostet 50 noch etwas 1000. Und darum haben wir jetzt nochmal 8911. Die alte Sämaschine hat auch ein bisschen was gebracht. Ich habe dann noch eine Fuhre, was war das? Weizen verkauft. Und dann ist sich das ausgegangen. Ich möchte euch aber zu der Maschine noch was sagen. Und zwar, das haben wir jetzt gesehen. Das können wir wieder zusammenklappen und verräumen. Aber ich habe diese Sämaschine aus mehreren Gründen gekauft. Nummer 1 natürlich die Arbeitsbreite, weil die einfach, also das geht relativ schnell, das Ansehen dann. Nummer 2 natürlich Direktsaat. Das war aber, glaube ich, jede Maschine, die ich jetzt bis jetzt gekauft habe. Und dann Nummer 3 zeige ich euch auch. Und zwar, da müssen wir in dieses schöne Gerätchen hier einsteigen. Da habe ich diese neue Ballengabel abgehangen. Die sind jetzt schön aufgeräumt da oben. Da oben. Und dann habe ich jetzt, das ist eine Palettengabel. Das ist aber eine spezielle Palettengabel, ist auch ein Mod, ist kein Original. Sieht zwar gleich aus, aber ich zeige euch gleich, warum das kein Standard oder kein Standardgerät oder Anbaugerät von LS ist. Das ist ein Mod. Und zwar, ich zeige euch jetzt gleich warum. Also das gehört jetzt alles noch zum Teil, warum ich die Sämaschine gekauft habe. Und zwar, ihr seht das jetzt hier. Jo. Ah, ich habe das falsch gemacht. Genau, ich wollte die noch verkaufen, die Gabel. Ich wollte die noch verkaufen. Die richtige Gabel steht nämlich hier. Und zwar, ich zeige euch gleich warum. Ihr seht die Kiste wahrscheinlich schon am Boden. Die war vorher nicht da. Sie sieht zwar gleich aus wie die anderen, die bereits da waren. Warum? Ach, Gott, bin ich ein Dödel. Ich zeige euch das jetzt einfach. Das ist eine Palettengabel für den Frontlader, nicht den Teleskoplader, den Frontlader. Ich habe das vorher schon mal mit dem Teleskoplader versucht. Geht nicht. Und zwar ist das eine Saatgutkiste. Das heißt, ich kann mir alles, also ich kann mir die ganzen Bestände aus dem Lager nehmen. Deswegen steht die auch hier. Die habe ich jetzt mit Weizen gefüllt und ich kann dann über das Loch hier vorne die Sämaschine mit diesem Saatgut befüllen.
Das war auch ein Grund, warum ich mir diese Sämaschine gekauft habe, weil ich da den Deckel aufmachen kann und das Saatgut reingeben kann. Das werdet ihr aber in den nächsten Folgen noch sehen. Was ist noch neu? Lass mich kurz überlegen, damit ich nichts vergesse. Die Felder sind alle angesät. Und das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben, weil das habe ich nicht weitergemacht. Und das war das Schwaden. Und dann nehmen wir unseren MB-Truck. Der steht nämlich nicht mehr am Feld, weil mit dem habe ich diese Kiste transportiert. Und mit diesem Frontlader hier. Das werden wir aber alles in den kommenden Folgen noch sehen. Also ich habe wirklich nichts verpasst. Ich habe es nur mal jetzt vorbereitet, getestet, eingerichtet. Und was mir auch sehr, sehr wichtig war, ist das Ansehen. Damit wir bald wieder ernten können. Und das heißt, wir werden jetzt ganz normal, wie in der letzten Folge aufgehört, einfach weiter schwaden und das dann gleich mit dem Ladewagen aufräumen. Ich habe mir gedacht, weil ich mir jetzt noch kein Futtermischwagen leisten kann, beziehungsweise den nicht haben will, kann ich mir nicht leisten, weil ich nehme noch nicht die Standardgerät, sondern Mod. Deswegen werden wir das Gras direkt in die Futtermischanlage geben, die wir ja auch am Hof haben, die standardmäßig bei der Map verbaut ist. So, jetzt muss ich gerade mal Schwader finden. Schwader, da hinten steht er. Also, das ist genau die Stelle, wo wir letzte Folge aufgehört haben, zusammen. Und den habe ich einfach abgehangen, weil ich, das ist der einzige Trecker, lass mich lügen, nee, das ist der einzige Trecker, wo ich einen Frontlader angebaut habe, beziehungsweise wo ich ihn anbauen kann. So. Okay, das waren jetzt 7 Minuten Erklärung. Und jetzt geht es eigentlich da weiter, wo wir aufgehört haben. Aber das ist nur für euch, nicht, dass ihr denkt, ich überspringe jetzt da 1000 Sachen. Das war jetzt eine ganz kurze Zusammenfassung von 2 Stunden Arbeit. Und was sich auch geändert hat, ich habe ein paar neue Mods mit reingenommen. Die zeige ich euch dann auch im Shop. Also ich habe sie nicht gekauft, im Shop. Das Einzige, was ich eben gekauft habe, war diese Palettengabel, diese spezielle. Die hat da auch ein Attacher bei. Das heißt, wenn du in diese Saatgutkiste dann reinfährst, dann kannst du die mit der Taste X, glaube ich, sogar, oder mit Q, weiß ich jetzt gar nicht, befestigen, damit die nicht runterfällt. Das heißt, wir könnten auch theoretisch Saatgut mit aufs Feld nehmen und dann die Sämaschine am Feld befüllen. Finde ich persönlich eigentlich recht geil. Deswegen, das werden wir sicher mal machen. Und den Ballenwagen, den ihr vorne seht, den habe ich zurückgesetzt. Das alte Problem, das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr das ein bisschen verfolgt, was ich hier mache. So, anschalten, absenken. So, ich will jetzt nur diese Spur hier machen, damit wir da eine bisschen, zumindest ein bisschen eine gerade Linie zusammenbringen. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass wir jetzt was Neues gemacht haben. Gras gemäht und gewendet. Jetzt wird das Ganze geschwadert, gesammelt und dann vielleicht, ich weiß, ich glaube nicht, dass wir es in der Folge noch schaffen, aber spätestens in der nächsten Folge werden wir dann das erste Mal unseren Haus- und Hoftag so richtig im Einsatz sehen. Den werden wir dann mit Silage vollknallen und das alles in die Futtermischanlage geben, weil dann kann die schon mal schön Mischration produzieren. Was mir aufgefallen ist, ist, dass ich leider kein Mischrationslager habe, aber ich kann es ja in der Mischstation selbst lagern, im Prinzip. Also wenn ich es brauche, hole ich es raus und bis dahin kann es eigentlich drin bleiben. Geht mir nur darum, dass wir schon etwas Vorrat haben, weil ich will jetzt nicht 10, 20, 30 Kühe kaufen, dann haben wir kein Futter. Das ist ja auch, nee, also das machen wir nicht. Also zum Einstreuen haben wir jetzt mehr als genug, würde ich sagen. Wobei, da kommt auch noch, also wir werden natürlich demnächst auch wieder Ballen pressen, Strohballen, aber ich kann schon mal verraten, dass wir da einen anderen Ballenwagen dann verwenden werden. Und zwar nicht, weil er jetzt nicht so funktionierte, wie ich wollte. Es gab den einen kleinen Bug, dass die Ballen trotz abgeladenem Zustand dann noch, immer noch rumgehüpft sind. Aber das hat mich jetzt weniger gestört, sondern einfach Platz. Ich habe einfach jetzt einen großen Ballenanhänger
bekommen, ja, bekommen ist jetzt gelogen. Ich habe gesucht und haben auf meiner Mod-Seite des Vertrauens, wenn ihr so wollt, auf Forbidden Mods, habe ich den gefunden. Und ich zeige euch den dann ganz kurz im Shop. So, dreh dich, Kleines. Wow, wow, wow. Ich darf auch an der Stelle die ganzen neuen Abonnenten begrüßen. Vielen Dank, dass ihr unseren Channel abonniert habt. Sind doch relativ viele gewesen in letzter Zeit. Hätte ich mir nicht gedacht. Aber natürlich auch durch den super Support von Forbidden Mods. Vielen Dank nochmal an der Stelle dafür. Und natürlich noch andere Faktoren. So, haben wir das jetzt mitbekommen? Ja, ist sich ausgegangen. Und dann müssen wir natürlich langsam mit Sparen anfangen. Einerseits natürlich für die Kühe. Und dann möchte ich mir natürlich den Schlüter holen. Den Schlüter, wo ich eine Mod-Verstellung gemacht habe von. Das habe ich damals gesagt, dass ich den einbauen werde ins Let's Play. Und das halte ich auch, weil ich den richtig cool finde. Aber der kostet halt eine Kleinigkeit, ne? Ich glaube 70... Ja, 70.000 sowas. Knapp. Das müssen wir erstmal verdienen. Ich habe mir noch als Mod eine größere Schaufel für den Teleskoplader mit reingenommen. Erstens größer und zweitens eine Multifruit-Schaufel, damit wir dann früher oder später auch Kalk kaufen und verladen können. Weil bei dieser Map hier ist ja Kalk verbaut. Und den müssen wir nur kaufen und dann eigentlich Kalkstreuer kaufen und dann eigentlich aufs Feld verteilen. Das ist alles. Das werden wir natürlich auch machen. So, ich mache das jetzt so, dass ich da jetzt so doof war. So. Zack. Da haben wir jetzt. Wow, 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 wow. Nicht so schnell. Ich bin ja gespannt, ob wir alles und einmal in den Mengelen-Ladewagen bekommen. Glaube es nicht, aber wir werden sehen. Also das Feld schaut eigentlich gar nicht so groß aus, ne? Aber wirft schon ordentlich was ab, glaube ich. Weil das mit dem Ballen auf Feld 20 hatte, das habe ich auch komplett unterschätzt. Ich habe gedacht, da gehen so 10, 12 Ballen raus. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber wir sind sicher irgendwo bei 50. Ich habe auch eine Nachricht bekommen, dass anscheinend, wenn ich jetzt speichere und das Spiel verlasse und dann wieder einsteige, dass die Ballen dann irgendwo quer auf die Map verteilt liegen, ist jetzt bei mir nicht der Fall. Also ich habe alles verräumt, gespeichert, abgeschalten, zwei Tage später wieder eingeschalten und sie waren eigentlich immer noch gleich da, wie ich sie hingestellt habe. Weiß nicht, Glück gehabt oder weiß nicht, vielleicht hat der Kollege auch irgendwas falsch gemacht oder sowas. Bei LS gibt es ja so viele Faktoren, die nicht hinhauen können. Und immer noch spiele ich ohne den Patch. Ich glaube, ich sage das jetzt jede Folge. Oder wir machen das jetzt so. Ich sage einfach, wenn ich mit Patch spiele. Ja? Und dann sind sehr, 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 sehr viele schöne Sachen hoch angepriesen worden, die demnächst als Mod veröffentlicht werden. Da wird auch einiges auf euch zukommen. Beziehungsweise einige Mod-Vorstellungen. Und auch einige neue Sachen für das Let's Play hier. Weil ich bemühe mich ja, euch immer ein bisschen was Neues zu liefern, ein bisschen aktuell zu bleiben.
Weil Standard kann man sich ja, ich sag mal, mehr als genug auf YouTube anschauen. Ohne jetzt jemanden beleidigen zu wollen. So, den stellen wir dahin, wo wir ihn hergenommen haben. Das heißt, wir fahren aber außen rum, weil dann muss ich nur ein Stück zurückschieben und dann war's das schon. Also der MB-Traktor 1800 ist immer noch mein Favorite-Gerät, wenn ihr so wollt. Den nehme ich immer noch verdammt gern her. So. Aber ich glaube, für den Ladewagen braucht man keinen so starken Trecker, ne? Da können wir mal was anderes nehmen. Nein, ich fahre jetzt ja nicht gegen die Kante. Nein. Ach. So. Handbremse. Aus. Und dann sind wir eigentlich schon wieder mit der Zeit vorbei. Aber ich will jetzt noch zumindest anfangen zu sammeln. Zumindest anfangen. So. Frischluft muss sein. Zack, zack. Abkoppeln. Ach, der Sound ist auch geil, fe? Vor dem Deutz. So, lass mich überlegen. Wo haben wir den Ladewagen? Presse. Ich glaube, den habe ich unten stehen, weil ich gesagt habe, der passt hier von höhenmäßig nicht rein. Bedimm. Ah, jetzt habe ich aber kein Selenmittel eingefüllt. Wobei, das ist eigentlich jetzt egal, glaube ich, oder? Wenn ich das Gras als solches verwenden möchte, oder das Heu, dann brauche ich kein Selenmittel. Und da war irgendwas. Ich glaube, Selenmittel brauche ich nur, wenn ich das dann in das Silo gebe und gären lassen möchte. Genau, dann brauche ich Selenmittel. Es wird mittlerweile schon ein bisschen, wie soll ich sagen, anspruchsvoller, das Spiel. Also es sind jetzt sehr, sehr viele Kleinigkeiten, auf die man einfach achten muss. Das gefällt mir. So, ich will jetzt nicht allzu schnell fahren, nicht, dass der Pickup verstopft. Ja, 75, 80. Okay, das ist geschwadet, ne? Also das ist das gleiche wie beim Stroh, wenn ich da voll drüber nagle, dann verstopft alle 2 Meter. Aber er sammelt alles sauber auf. Und wir sind schon bei 15%. Also, da. Das ist schon relativ ergiebig hier. Jetzt könnte mal wieder gewaschen werden. Ich weiß. Aber ich habe keine Zeit für solche Sachen. Ich glaube, ich werde jetzt einfach, wenn es regnet, einfach die Maschinen alle ins Freie stellen. Dann einfach warten. Dann ist alles wieder sauber. Und das Ganze kostenlos. So. Aber so gefällt es mir noch besser. Und jetzt schauen wir mal, ob sich das ändert, wenn ich jetzt hier schließe. Da muss es doch leiser werden eigentlich, oder? Merke ich jetzt keinen Unterschied. Aber, naja. Man kann nicht alles haben. Gut, ich würde sagen, vom Stückchen fahren wir noch. Ich gebe jetzt Vollgas im Moment. Also wir sind jetzt einmal außen rum gefahren und haben knappe 50%. Sehe ich das richtig? Ne, wir haben 50%. Na gut. Das heißt, da werden wir nächstes Mal weitermachen. Was ich euch aber noch versprochen habe, was ich natürlich halte. Ganz kurz den Blick in den Shop, was uns
in der nächsten Zeit erwarten wird. Und zwar fangen wir hier an. Das ist der Ballenauflieger von Forbidden Mods. Ich weiß, ist ein Sattel. Das heißt, da müssen wir uns einen Dolly kaufen. Ein LKW werde ich jetzt auf die Schnelle keinen bekommen, um 8.894 Euro. Glaube ich nicht. Und der ist neu. Dann diese Gabel ist neu. Die ist aber schon ausgelegt für Rundballen. Also da kommt auch noch was in die Richtung. Und was ist noch neu? Die ist neu. Moment, die hier, die größere Schaufel, die das alles hier, also das seht ihr nicht, die Maus seht ihr nicht, die auch Kalk laden kann oder verladen kann. Sonst, die Saatgutkiste hier, die ist neu. Und ich glaube, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Das wird der Kalkstreuer werden. Die Sämaschine habe ich euch gezeigt. Den Hänger habe ich noch, den neuen Brandenanhänger habe ich noch mit reingenommen. Der sieht für mich auch sehr interessant aus. Und dann noch einen, den hier. Der ist auch hübsch. Ich finde den wunderhübsch. Und den werden wir uns auch mal gönnen. Ich weiß leider gar nicht, was der alles laden kann. Wir werden es einfach ausprobieren. Aber der hat mir vom optischen her, hat er irgendwas, wo ich mir gedacht habe, komm, den nehmen wir mit rein. Den müssen wir mal testen. Ja, da sind wir noch weit weg von solchen Sachen. Das ist die Spezial, Palettengabel mit speziellen Attacher, da steht zwei. Das schauen wir uns aber auch noch an. Also ihr seht, wir haben einiges zu tun für die nächste Folge oder für die paar nächsten Folgen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank, dass ihr jetzt so lange durchgehalten habt. Wir sind jetzt bei Minute 22. Aber auch kann man auch mal ein bisschen länger machen. Ist ja nicht so tragisch. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich wie immer sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns dementsprechend in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann.